Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute gibt es eine neue Ausgabe der geheimnisvollen Erde. Ein altes, wiederbelebtes Format von diesem Kanal. Da geht es mir so ein bisschen um die Dinge aus der Wissenschaft, der Technik und der Natur, die genauso merkwürdig und seltsam sein können wie die Mystery-Beiträge. Willkommen in Costa Rica und an der Höhle des Todes. Und das kann man wörtlich nehmen. Egal wer oder was in diese Höhle hineingeht, wird sie nicht lebend verlassen können. Und das, obwohl diese Höhle gerade einmal 1 Meter hoch und 2 Meter tief ist. So, einmal im Monat kommt dort jemand hin und fischt so Tiere raus, die in dieser Höhle verstarben, und die Insekten stapeln sich dort. Und in den letzten Jahrzehnten hat man dort auch schon 2 Menschen rausgeholt, die bei Schlechtwetter Unterschlupf gesucht hatten. Wahrscheinlich war es dunkel und sie konnten die Schilder nicht lesen, die dort stehen, denn die warnen eindringlich davor, diese Höhle zu betreten. Diese Höhle, die liegt an der Seite eines erloschenen Vulkans und produziert CO2. Man kann es hier sehr gut sehen, im oberen Bereich, da könnte man, wenn man sitzt, vielleicht noch überleben. Aber wehe, man legt sich hin und will schlafen. Das war's dann. Und zwar sehr zügig. Ja, und was da so rauskommt, das dürfte bei einigen Menschen zu einem mittleren Kreislaufkollaps führen. Pro Stunde stößt diese Höhle 30 Kilogramm CO2 aus. Pro Jahr macht das 263.000 Tonnen. Und das wiederum entspricht in etwa der Menge an CO2, das ein Mittelklassewagen bei 2,2 Millionen Kilometer ausspuckt. Ja, ich bin mal gespannt, wann die Ersten auf die Idee kommen, sich in dieser Höhle festzukleben. Es gibt Dinge, die sind so merkwürdig, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie existieren. Bei einer Chinesin ist jetzt eine seltene Krankheit diagnostiziert worden. Das sogenannte Liebeshirn. Das Ganze begann damit, dass sie auf eine Universität ging und dort einen jungen Mann kennenlernte. Ich denke einmal, wenn der junge Mann gewusst hätte, was ihn erwartet, dann hätte er das Ganze gelassen. Bis zu 100 Mal am Tag rief sie ihn an. Sie wollte immer wissen, wo er war und was er tut. Und selbst auf Toilette konnte er nicht alleine gehen, sie war dann dabei. Ja, da werden jetzt einige sagen, ja, das klingt so nach Kontrollfreak, aber es ist nicht das Gleiche. Bei ihr wurde das Symptom oder die Krankheit Liebeshirn diagnostiziert, eine ganz seltene Erkrankung. Das Verhalten ist vom Ansatz her gleich wie bei so einem Kontrollfreak. Allerdings hat es bei diesen Menschen dann etwas damit zu tun, dass sie ohne den Kontakt zu ihrer geliebten Person irgendwie nicht mehr existenzfähig zu sein scheinen. Deshalb rufen sie ihn an, laufen ihm hinterher oder klammern sich an ihn, wenn er dann zugegen ist. Halt all diese Dinge. Ja, wie man damit leben kann, und damit meine ich jetzt nicht den Erkrankten, sondern denjenigen, den es trifft, ist mir ein Rätsel. Die berühmte Ostsee-Anomalie, die wurde ja vor rund einem Jahrzehnt von Tauchern entdeckt, die eigentlich auf Schatzsuche waren. Bisher war ja unklar, worum es sich bei diesem Objekt handelt, das viele für ein abgestürztes Raumschiff hielten. Es wurde ja kommuniziert, dass diese Anomalie über 140.000 Jahre alt sei. Und genauso wurde immer wieder gesagt, dass es dort unten zu schlammig sei, um vernünftige Aufnahmen zu machen. Es trieb zu viel Dreck im Wasser. Die schwedischen Entdecker Peter Lindberg und Dennis Asberg, die sind jetzt dort hinuntergetaucht, haben einfach ein paar Stücke von diesem Objekt abgeschlagen und untersucht. Asberg sagte damals gegenüber TV4 in Schweden, wir waren wirklich überrascht und verwirrt. Wir haben darüber nachgedacht, was wir hier gefunden haben. Das ist kein Wrack. Damals glaubten wir, dass es sicher eine natürliche Erklärung gäbe. Wir wollten uns das noch genauer anschauen und beschlossen, die Sache völlig geheim zu halten. Wir kontaktierten Geologen und Meeresbiologen, und als sie sagten, sie hätten so etwas noch nie gesehen, kamen uns natürlich noch mehr Gedanken in den Sinn. Es könnte etwas wirklich Großartiges sein, das wir gesehen haben. Asberg erklärte, dass es offenbar eine lange treppenartige Formation an diesem Objekt zu geben scheint. Und diese würde zu einem dunklen Loch und zu einer weiteren Anomalie in ca. 200 Meter Entfernung führen. Die rätselhafte Natur dieses Objektes,
Die löste zahlreiche Spekulationen aus, wobei einige vermuteten, dass es sich um die Überreste einer verlorenen Unterwasserstadt handelte, vielleicht um Atlantis, eventuell ein abgestürztes Raumschiff einer UFO-Flotte. Oder es könnte sich um irgendetwas handeln, das vom Zweiten Weltkrieg übrig geblieben ist. Ja, und trotzdem das Ganze doch schon große Ähnlichkeit mit einem Felsen hatte, da sagten die beiden, dass es wahrscheinlich kein Felsen ist, dass es große Ähnlichkeit mit Metall hätte. Und noch mysteriöser war die Aussage, dass Elektro- oder Satellitengeräte in unmittelbarer Nähe des Objektes ausfallen würden. Er sagte, alle elektrischen Geräte da draußen und auch das Satellitentelefon funktionierten nicht mehr, als wir uns über dem Objekt befanden. Und als wir etwa 200 Meter entfernt waren, schaltete sich alles wieder an. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, das sieht jetzt für die Leute, die denken, das Ganze könnte ein UFO sein, nicht ganz so gut aus. Volker Brüchert, ein Geologe der Universität Stockholm, der hat einige der Proben untersucht, die die beiden mit an die Oberfläche brachten. Und der stellte eben fest, dass es sich dabei um Granit, Gneise und Sandstein handelt. Er sagt, daran ist überhaupt nichts Unheimliches. Als er das Material untersucht hätte, da wäre er überrascht gewesen, dass er dort drin einen großen schwarzen Stein fand, der ein vulkanischer Stein sein könnte. Seiner Meinung nach ist die Anomalie ein Objekt, das während der Eiszeit gebildet wurde, die viele tausend derartiger Objekte gebildet habe. Er würde zustimmen, dass dieser Fund schon seltsam aussähe. Alleine diese Kreisform, die dieses Objekt habe, die würde man nicht alle Tage sehen, aber die Natur hätte schon andere seltsame Dinge hervorgebracht. Weitere Untersuchungen der Universität Stockholm, die haben dann hervorgebracht, dass die Ostsee-Anomalie ein Überbleibsel eines Prozesses von Gletscherbewegungen ist. Dieses Objekt ist laut der Wissenschaftler der Universität in Stockholm nichts weiter als Stein. Punkt. Ja, das ist jetzt mal so der Stand der Dinge. Es gab natürlich auch Einwände, dass einige Leute gesagt haben, wenn das wirklich 140.000 Jahre dort auf dem Grund liegt, dann kann es auch sozusagen versteinert worden sein. Die Meinung der Wissenschaft, die steht jedenfalls, es ist Stein und sonst nichts. Aber ich denke einmal, es wird nicht allzu lange dauern, bis jemand irgendetwas entdeckt, mit dem er argumentieren kann, dass es dann doch etwas ganz anderes ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Diejenigen von euch, die auf meinem KI-Kanal schon einmal unterwegs waren, da berichte ich ja über diese Dinge, so wie jetzt hier diesen Beitrag, die wissen das. Diese Technik schreitet immer weiter fort, man kann dem nicht mehr aus dem Weg gehen und es wird auch nicht mehr rückgängig zu machen sein. Und die bildgenerierenden KIs, die werden immer besser. Und so kommt es, dass derzeit so Modelle wie hier diese junge Dame, sie heißt Lily Rain, richtig viel Geld auf Instagram verdienen. Lily Rain ist eine Reisebloggerin. Es gibt da nur zwei Probleme. Zum einen ist Lily Rain in ihrem ganzen, in Anführungsstrichen, Leben noch nie verreist und zum anderen, Lily Rain gibt's gar nicht. Denn die gute Lily existiert nur auf den von einer KI generierten Bildern. Und das ist nicht in etwa eine Betrugsmasche, sondern das ist ganz offiziell. Auch auf Instagram steht, dass Lily ein KI-Modell ist. Aber sie hat über 300.000 Follower und durch Werbedeals verdient sie damit so ungefähr $20.000 im Monat. Aber diese Lily ist ja nicht das einzige erfolgreiche KI-Modell. Da gibt es zum Beispiel noch Aitana Lopez oder Emily Pellegrini oder auch Lexi Love. Und obwohl alle wissen, dass dies reine KI-Modelle sind, bekommen sie in ihren Kommentaren Liebesbekundungen, Heiratsanträge und so weiter. Und die Erschaffer dieser Modelle, bei Aitana ist es zum Beispiel ein Startup-Unternehmen, die verdienen damit richtig viel Geld, manchmal über $30.000 im Monat. Denn diese KI-Modelle sind so erfolgreich, dass Firmen Werbung mit ihnen machen wollen. Ja, die echten Influencerinnen, die sind darüber not amused. Ja, ich habe mir gedacht, ich steige jetzt da mal mit ins Geschäft ein. Ja, also wenn das so leicht geht, bin ich dabei. Ja, ich habe da auch schon eine entworfen, das ist diese hier und ich denke mal, mit der werde ich auf Instagram so richtig durchstarten. Aber es kommt ja noch besser. Diese junge, hübsche Frau hier, die ist auch nicht echt, aber die hat jetzt einen Job bekommen bei einem Fernsehsender und zwar
als Moderatorin. Und jetzt schaut euch das mal an. Hola a todos, soy Alba y estoy muy emocionada de compartir la increíble noticia de que seré la nueva presentadora virtual. Ja, was ihr da seht, ist nicht echt. Das ist von einer KI generiert und die Frau und alles, was ihr da seht, die gibt's gar nicht. Die gibt's genauso wenig wie diesen chinesischen Nachrichtensprecher hier. Der ist auch KI generiert und der präsentiert die ganze Nachrichtensendung eines Senders in China. Ja, schöne neue Welt, sage ich dann nur. Und ich habe den Eindruck, einige, die sagen so, oh, KI, langweiliges Thema, interessiert mich nicht. Und die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Die Frage ist ja auch, wie echt sind die Bilder noch, die ihr zu sehen bekommen werdet? Naja, wenn euch dieses Thema dann doch etwas mehr interessieren sollte, könnt ihr ja mal auf meinen KI-Kanal schauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da halte ich euch so einigermaßen auf dem Laufenden, was alles so in der Entwicklung ist und was da so kommt. Aber das hier ist alles schon erschreckend genug, wie ich finde. Ja, schöne neue Welt, sage ich dann nur. Wo war nochmal der Schalter, womit ich mich wieder in die 80er beamen kann? Dieses dunkle, runde Gebilde, das ihr dort im Bild seht, das ist das Tam Ya Blue Hole in Mexiko. Ein Sinkloch, das sich im Meer befindet. Das Problem dabei ist, die Wissenschaftler finden den Boden nicht. Da ist man ja jetzt getaucht und getaucht und getaucht und man kommt einfach nicht unten an. Neueste Messungen haben jetzt ergeben, dass das Loch viel tiefer ist, als man bisher annahm. Als man dieses Sinkloch 2021 entdeckte, da schätzte man es etwa auf 280 Meter tief. Jetzt hat es sich gezeigt, dass es mindestens 420 Meter tief ist. Wobei es auch noch tiefer sein könnte, man ist sich da nicht so ganz sicher. Und man hat entdeckt, dass von diesem Sinkloch irgendwelche Gänge abgehen, von denen man noch nicht genau weiß, wo sie hinführen und welcher Art sie sind. Dass von so einem Sinkloch dann Gänge abgehen, das ist extrem ungewöhnlich. Naja, schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Es gibt auf der Erde immer noch genug Dinge zu entdecken. Bestimmt haben einige von euch das mit diesem Sumatra-Orang-Utan irgendwo gelesen oder gesehen, der seine Verwundung selber behandelt hat. Und so etwas wurde ja noch nie beobachtet. Wie ihr sehen könnt, hatte der Orang-Utan eine ziemlich üble Verletzung unterhalb des Auges. Also, was hat er gemacht? Er hat sich eine bestimmte Pflanze ausgesucht, hat diese Pflanze dann gekaut, bis sie einen Brei ergab, und hat sie sich auf diese Wunde gelegt. Und das war keine zufällige Handlung, das hat er dann mehrere Tage hintereinander gemacht. Diese Blätter, die er benutzt hatte, die stammten von einer Liane. Und über die weiß man, dass diese Liane zur Behandlung verschiedener Krankheiten beim Menschen benutzt wird, wie etwa der Tropenkrankheit Malaria, also in der traditionellen Medizin von Sumatra. Laut den Berichten war es bisher überhaupt gar nicht bekannt, dass Wildtiere ihre Wunden medizinisch versorgen. Nach wenigen Tagen jedenfalls war die Wunde des Orang-Utans mehr oder minder verschwunden und nur noch so ein auffälliger Hautfleck blieb übrig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht und ihr könnt ja eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Bewusst die Blätter einer bestimmten Pflanze zu sammeln und diese dann zu einem Brei zu zerkauen, diesen Brei dann auf diese Wunde aufzutragen und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male, mehrere Tage lang. Und dann hat dieser Orang-Utan im Übrigen noch von einer anderen Pflanze die Blätter zerkaut, die etwas fester waren und damit die Wunde dann komplett abgedeckt. Das sind doch Dinge, die man meiner Meinung nach nicht mehr einfach so als Instinkt abtun kann. Dazu gehört ja nun einmal, dass man weiß, welche Pflanze man nehmen muss und wie es zuzubereiten ist, was man da auf die Haut drauflegt, auf die Wunde. Das sind ja Denkprozesse, die da ablaufen. Das ist doch kein Instinkt mehr, meiner Meinung nach. Aber vielleicht liege ich da so ein bisschen verkehrt. Höchstwahrscheinlich, weil wir ja alle wissen, Tiere können nicht denken. Hüstel, sage ich da, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Ist das Ganze immer noch ein Instinkt oder setzt das schon so einen Denkprozess voraus? Machen wir doch mal ein kleines Ratespiel. Was ist das, das gerade hier so langsam im Bild erscheint? Hier habt ihr das Ganze dann auch noch einmal von der Seite. Ja, und wer die Farbe grün mag, dem wird das Ganze wahrscheinlich ganz gut gefallen.
Der Hintergrund dieser Aufnahmen, also was sie da zeigen, der war dann doch etwas überraschend. Das, was ihr da in der Mitte so ein bisschen leuchten seht, das ist unsere Sonne und darum herum natürlich dann die Planeten. Also auch wir. Vor einigen Jahren hat ein Forschungsteam, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Killer-Asteroiden zu finden, bevor die uns überraschend finden, einen Trick entwickelt. Anstatt den Himmel mit Teleskopen nach Asteroiden abzusuchen, da haben die einen Algorithmus geschrieben und der verglich dann alte Bilder des Nachthimmels mit den heutigen. Und dabei haben die dann 100 Asteroiden entdeckt, die bis dahin eben unbekannt waren. Ja, und jetzt vor kurzem haben die Wissenschaftler der University of Washington ihre neue Studie bzw. das, was sie entdeckt haben, einmal vorgestellt. Denn inzwischen hat man mit diesem Verfahren 27.500 neue Asteroiden entdeckt, die so um uns herumkreisen. Das Ganze fängt natürlich dann bei Asteroiden an, die so groß sind wie eine Kartoffel und geht hin bis zu Riesenbrocken. Damit hat man mit dieser Technik jetzt mehr Asteroiden entdeckt als alle Teleskope der Welt zusammen bisher. Und einige davon sind recht erdnah, stellen aber laut der Wissenschaftler keine akute Bedrohung dar. Aber auch wenn da im Weltall ganz viel Platz ist, heißt es nicht, dass die nicht zusammenstoßen und damit ihre Flugbahn ändern können. Man muss diese Asteroiden eben genau im Auge behalten. 100 dieser Asteroiden, die sind besonders erdnah, aber auch die stellen keine akute Gefahr dar, zurzeit zumindest. Alle anderen Asteroiden, die befänden sich irgendwo zwischen der Umlaufbahn von Mars und Jupiter. Also weit genug weg und ohne erkennbare Flugbahn, von der man sagen könnte, die könnten uns irgendwie gefährlich werden. Naja, klingt ja alles ganz okay. Der Mann auf diesem Foto, das ist ein US-Amerikaner, ich schätze mal deutsche Abstammung, denn sein Name ist Jörg Arno. Und der führt eine Website namens dreamlandresort.com. Und auf dieser Website, da hat er Fotos veröffentlicht, die der mit einem super starken Objektiv von der Area 51 gemacht hat. Und ihr könnt ja sehen, so viel sieht man auf den Bildern nicht, so ein Wasserturm und so ein paar Hallen und das war's dann schon. Das hat aber dann zur Folge, dass vor 2 Jahren die beiden Häuser, die er besitzt, gestürmt wurden. Und zwar von Bundesbeamten des FBIs und dem Air Force Office of Special Investigations. In einem Interview, da hat er nun erklärt, dass er die Leute tatsächlich gerne selbst reingelassen hätte, wenn die nicht schon in seinen beiden Häusern die Türen eingetreten hätten, die Fenster zertrümmert hätten. Es wurden alle Elektrogeräte wie Kameras, Computer, Handys und was er sonst noch so hatte mitgenommen. Die hat er bis heute noch nicht wieder, obwohl keine Anklage gegen ihn erhoben wurde. Und insgesamt richteten diese Bundesbeamten bei ihrer Durchsuchung einen Sachschaden von $32.000 an. Und noch einmal, es wurde keine Anklage erhoben, weil man nichts gefunden hat auf seinen Geräten. Aber er kriegt den Schaden nicht ersetzt und seine gesamte Elektronik auch nicht zurück. So mit dem Argument, musst du keine Fotos von der Area 51 machen, dann gibt's auch keinen Ärger. Ja, und das dürfte auch so ein bisschen der Hintergrund dafür sein, dass er seine Gerätschaften nicht wiederbekommt und die $32.000 Schadenersatz nicht bekommt. Denn da wird sich der ein oder andere überlegen, ob er nochmal die Area 51 fotografiert. Ich muss nochmal zum Thema KI zurück, denn das ist wirklich jetzt ein Knaller. Das Nationale Katholische Register in den USA, das hat jetzt einen KI-Pfarrer ins Internet gestellt. Der hat ganz viel Zeit und man kann sich mit dem im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt unterhalten, wenn der nicht so ein paar Probleme gehabt hätte. Es gab so einen großen Andrang, dass man zum Beispiel auf die Anmeldung mehrere Minuten warten musste, die sonst praktisch nur Sekunden dauert. Und dann hat das Ganze eben so ein paar Probleme mit sich gebracht, weil die KI nicht immer verstand, was die Leute gefragt haben. Und die KI hat dann Worte verwechselt, was zu mehr oder minder peinlichen Aussagen geführt hat. Anstatt zum Beispiel zu sagen, wir könnten uns alle zu einer Eucharistiefeier treffen, machte die KI daraus, dass man sich gemeinsam zu einer Streichelfeier treffen könnte. Und wenn die Gläubigen dann irgendwelche religiösen Fragen gestellt haben, da hat die KI schon mal mit Du, Du, Du geantwortet.
Das Ganze ist also nicht so doll gelaufen und dann sieht man mal so ein bisschen, wo die Schwierigkeiten der KI liegen können. Und das kann böse Folgen haben, jetzt nicht in diesem Fall, aber so generell. Diese ganze KI wurde noch einmal neu von den Programmierern überarbeitet und jetzt funktioniert das Ganze wohl. Aber es gab dann noch so ein weiteres Problem, denn mit der KI konnte man sprechen, also man konnte seine Fragen in ein Mikrofon am PC oder Laptop stellen. Nur war das so, dass die KI das dann irgendwie, also akustisch, nicht verstand und so mussten die Leute dann sich regelrecht ans Mikro drankleben und laut reinbrüllen, damit die KI überhaupt etwas verstand. Ja, das nenne ich mal einen klassischen Fehlstart. Aber da hätte ich mal generell eine Frage, und zwar an diejenigen, die sagen, ich bin gläubig, ich gehe in die Kirche, ich unterhalte mich mit dem Pfarrer. Wie seht denn ihr das? Findet ihr das gut, dass ihr euch da mit einer KI über Glaubensfragen unterhaltet? Also im weitesten Sinne mit einer Maschine, die da zwar drauf getrimmt ist, theologisch richtige Antworten zu geben, aber es ist eben kein Pfarrer, kein Mensch. Oder würdet ihr sagen, das würde ich nicht benutzen, das käme für mich nicht in Frage. Auf der anderen Seite gibt es argumentativ, was diese KI betrifft, auch Aussagen wie, wenn jemand gerade mal irgendwie einen religiösen Zweifel hat oder einen Notstand, den er mit einem Geistlichen klären will, kann er das da sofort tun. Ja, wenn ihr mögt, schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Alle anderen dürfen das natürlich dann auch. Ja, liebe Mythengemeinde, damit sind wir durch für diese Ausgabe der geheimnisvollen Erde. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.